Ich möchte euch begrüßen bei mir hier auf unserem Betrieb in Mettendorf. Ich habe letzten Sommer oder letzten Frühling eigentlich über Theo, der auch unter uns ist, Darmkultur kennengelernt und im August kam Julian und Olga war auch schon dabei zu uns und mir hat es den Ärmel reingenommen, wie man in der Schweiz sagt. Und ich dachte, das will ich versuchen und habe es versucht. Die einen Kulturen stehen schön da, die einen Kulturen stehen weniger schön da. Das sieht man jetzt hier auch oben der Raps. Für einen intensiven Ackerbaubetrieb ist der Raps sicher nicht gut. Er ist aber herbizidlos angemeldet und IP-Swiss angemeldet. Daher hoffe ich, mit der Prämie etwas zurückzuerhalten für das, was er einem im Ertrag nicht bringt. Ich habe den Raps nur gesät und einmal gehackt. Dann hier ist Weizen nach Körnermais, das ist eine Herausforderung, würde ich nicht mehr so machen. Denn das Hacken war schwierig, also das Säen war schon schwierig mit dem Stroh und nachher das Hacken sowieso. Und darum musste ich letzte Woche noch Klebern rausnehmen und mit diesem Striegeldurchgang habe ich wahrscheinlich die eine oder andere Ähre geschlissen. Und die wird jetzt keinen Ertrag mehr bringen. Nachher daneben steht Dinkel, der ist ganz schön, den haben wir nach Raps gemacht letzten Herbst. Der ist ganz schön, den konnten wir im Frühling optimal hacken. Der ist praktisch sauber, wenn man von oben, ich habe eine Drohne und habe schon zwei, dreimal von oben, solange noch gestanden ist, geschaut. Es hat praktisch kein Unkraut drin. Der sieht auch schön aus, er hat jetzt einige Stellen, die umgefallen sind, aber ich denke, das passiert nichts, wegen dem kann ein Tier trotzdem dreschen. Und auf der anderen Seite um den Hühnerstall haben wir Kartoffeln. Kartoffel ist eine Darmkultur, aber die haben wir auch eigentlich wieder konventionell wie früher gepflanzt. Aber mit den Werkzeugen von Julian, seiner Maschine, haben wir an ein normales Setzgerät gestellt und so gepflanzt und dann dreimal gehackt und gehäufelt. Die Dämme sind sicher nicht so hoch, wie wenn man sie mit der Fräse macht, aber ich bin überzeugt, dass es gut kommt bei den Kartoffeln. Den Fungizidschutz mache ich mit der Spritze, also den Pilzschutz mache ich mit der Spritze, aber herbizidlos sind sie und bis jetzt sind sie mehr oder weniger sauber. Es hat einzelne Zuckerrüben, die wir rausreißen mussten, aber sonst sind sie eigentlich sauber. Es hat einige Klebern, die jetzt kommen, habe ich gestern gesehen beim Fungizidbehandlung, aber die muss man halt noch rausnehmen von Hand. Aber ich denke, das hat es auch früher schon gegeben. Dann haben wir die Vorbereitung für den Zwiebelacker. Ganz unten haben wir mit Dämmen gemacht letzten Sommer und jetzt aber im Frühling doch flach angebaut und die werde ich auch, oder mache ich den Pflanzenschutz wie herkömmlich, da ich die Ressourcen nicht habe, um die Zwiebeln zu jäten von Hand. Und die sehen aber gut aus, schon lange nicht mehr so gut wie dieses Jahr. Ich weiß nicht, ist es der nasse Frühling oder ist es die Vorbereitung vom Boden letzten Sommer? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Man hätte einen Streifen nicht mit Dämmen zu machen, sondern würde man vielleicht den Unterschied sehen. Das zu unserem Betrieb, dann die Zuckerrüben, die sind leider nicht hier, die habe ich in Strowilen auf dem Betrieb von meiner Frau. Dort haben wir auch mit Dämmen vorbereitet und auch dort sieht es gut aus, trotz den massiven Niederschlägen. Diesen Frühling haben wir nur wenig Stellen, wo der Boden richtig verschlemmt und schwer, also verklebt und die Rüben nicht schön sind. Sonst sind die Rüben wirklich auch schön, ich denke. Es hilft. Es braucht Mut und ich weiß, die einen oder anderen zeigen jetzt auf mich, tun spinnt, wenn er so viel macht mit den Dämmen, aber er versucht es und er probiert und ich bin überzeugt, bis in 5 Jahren müssen wir etwas machen, wenn wir die Pflanzenschutzmittel nicht mehr haben, um einzelne Bekämpfungen vorzunehmen. Das ist die Einführung zu meinem Betrieb. Jetzt denke ich, werde ich das Wort an Julian übergeben. Schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Okay. Und du darfst weitermachen, ja. Danke. Ja, weil ich weiß nicht, wir können nur eine Runde machen und dann vielleicht können wir anhand von was wir da sehen, Fragen auftauchen oder auch ein bisschen was erklären. Zum Beispiel über die Kartoffeln, was du gesagt hast, das sehen nicht so, die Dämme so groß wie in das konventionelle. Das sieht nur so aus. Weil die Furche ist locker geworden und deswegen sehen sie so aus. Aber wenn Sie sehen, dass, würde ich sagen, dass Sie weniger grüne Kartoffeln haben als sonst. Aber ideal wäre es auf 90er Dämme.
eigentlich. Das ist meine Kunden in Deutschland machen so. Ich habe Kunden, die haben bis eine hat um die 40 Hektar Kartoffel. Und seit er auf 90er DM umgestellt hat, hat, kann man sagen, null grüne Kartoffel. Ja, okay. Der Dinkel. Oder gehen wir dahin? Bis zu dem Dinkel können wir dahin gehen. Vielleicht kommt noch jemand. Ja. Kurz zum Dinkel. Da haben wir Rapska. Am 5. August haben wir 90er Dämme gezogen. Nach dem Raps zur Unkrautbekämpfung. Dann haben wir noch zweimal Bodenbearbeitung gemacht, um den Ausfallraps zu eliminieren. Am Schluss haben wir die Dämme platt gemacht. Und am 21. Oktober habe ich ihn gesät. Mit 45er Dammabständen. 180 Kilo pro Hektar umgerechnet, das sind die Fäsen, weiß ich nicht, aber umgerechnet 180 Kilo pro Hektar. Und dann haben wir am 26. März und am 17. April je einen Hackdurchgang gemacht und mehr haben wir nicht gemacht, keine Düngung, gar nichts, der steht so hier. Bei uns auf unserem Betrieb muss man sagen, wir haben Hühnermist in der Fruchtfolge und ich denke, der Hühnermist liefert sicher die Nährstoffe nach. Das sieht man auch jetzt hier in den Wolken. Zum Teil steht er schön da und zum Teil hat er jetzt halt letzte Nacht vor allem, der letzte Sturm hat ihm nicht gut getan. Jetzt, wo die Ähren schwerer werden, geht er runter. Aber er geht nicht ganz runter, ich denke, zum Dreschen geht es noch. Ja, normalerweise, wenn es hinfällt auf Dämme, also es fällt nicht so schnell wie im flachen Bau. Und das hängt zusammen mit der Stabilität, die durch den mehr gesunde Wachstum hat, dadurch, dass die Sonnenlicht kommt viel länger bis unten und den Kohlendioxid auch, das mehr kriegt. Aber wenn es hinfällt, ich habe noch nie einmal gesehen, dass so richtig platt auf dem Boden wäre, egal ob bei Dinkel oder bei Gerste. Und wenn es hinfällt, ihm fällt ein bisschen auseinander, nicht längs, in der Regel nicht längs den Damm entlang. Und deswegen, bei Dreschen, es macht keine Schwierigkeiten. Es ist genau, wie es im flachen Boden stehen würde. Also bis jetzt, bei keinem Getreide ist ein Problem gewesen, weil es manchmal taucht schon diese Frage, was passiert, wenn es ihm fällt. Aber es fällt weniger hin und dann, wenn, ist genau das gleiche oder sogar besser, weil das Blei nicht so platt auf dem Boden. Also was ich festgestellt habe beim letzten Mal, ich bin so gefahren, der Reifen mit dem Rennen ist, dass mit dem Helfen
eigentlich, ja. Es ist nicht neu. Und es ist natürlich dieses Jahr war es schwierig, weil wir viel Niederschlag hatten im Mai. Wir konnten da fast einen Monat nichts mehr machen. Und steiniger, wir haben wirklich recht viel Stein da drin. Es hat jemanden einen Amarant, der noch da ist, den ich nicht ganz verwünscht habe. Wahrscheinlich müssen wir mal noch schnell ein bisschen durchlaufen. Dort, wo es Löcher hat, ich tue es der Saattiefe zuschreiben, eben, dass die Genauigkeit nicht gestimmt hat beim Säen. Sonst haben wir, ja, ist es eigentlich eine einfache Sache und funktioniert gut. Auch trotz der Steine, die da sind, funktioniert es trotzdem. Die Saattiefe, die tust du mit der Hydraulik dann einstellen, indem du die Gräben ziehst? Nein, ich habe den voraus gemacht und dann hat mit der Seilmaschine hat sie ja hinten die Anbau geholt. Und dort habe ich die Anbau noch. Das funktioniert okay. Eben nicht. Ich muss die Seilkörper aufhängen, dass sie nicht weit runtergehen. Ich kann ja nachher wieder eher den Punkt. Ja. Flugtyp bin ich immer, oder? Aber ich sollte es nicht zu weit runter. Da habe ich einmal mit der Drähte gehackt und nachher einmal mit der Paddel angehäuft. Und sie haben natürlich auch das Wetter gehabt, wie es ist. Ja, ist auch schade, hat es hier wieder zugemacht. Ich weiss nicht, ob ich dann nochmal durchfahre. Wahrscheinlich geht es nicht mehr gut mit meinen Beinen ran. Aber ich habe ihn gestriegelt und ihn gemacht. Und so eigentlich alles gleich wie beim Mais mehr oder weniger. Aber sie funktioniert eigentlich. Und hat, ich habe das Gefühl, es hat recht schön ausgesehen, als ich es zweimal gehackt habe letzte Montag. Der Schlag wäre nicht unbedingt nötig, sie gerade so in frisch gehackt geworden. Habe ich mit den Zehen, habe ich Bakterien drin. Wenn sie genug oben sind, ja, der Boden ist einfach noch nicht ganz brav. Ja, das Pulver. Ja. Habe ich einfach das Pulver drin gemischt, die Sack gut drin und nachher nicht gesagt. Aber ganz genau ist es heute so. Eben nicht ganz. Für die, die es interessiert, hinten dran, habe ich noch einen anderen Versuch gemacht. Habe ich ein Weizen Erbsengemenge, oder hat zuerst Weizen gesagt, ein paar Reihen zulassen, nachher mit Einzelkornteilen und Erbsen drin gesagt. Da ist noch eine schöne Schweizer Gitarre gekommen. Ich habe dann ein bisschen rumgeschaut und habe bei drinnen gefragt. Und dann haben alle gesagt, ja, da musst, bei Bio könntest du das abgeben, aber konventionell haben wir kein Interesse. Da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Schaffe es einfach den Boden rein. Und zwar habe ich gedacht, ich könnte ja noch einen anderen Versuch machen. Dann habe ich vorne einen Walzen gehabt. Hinten gerade wieder die Zahnmaschine. Und da hinten noch eine Meisterung, also der Weizen abgelegt mit den Erbsen. Und hinten noch gerade die Meisterung gesagt. Dann bin ich nochmal mit dem Walzen nochmal drüber gefahren.
bisschen schwach gewesen, man hätte vielleicht mehr düngen sollen, aber es sieht auch noch cool aus. Hast du noch was erzählt? Hä? Das ist aber der Weizen kommt schon wieder ein bisschen, aber ja, der Roggen wäre besser. Wenn ich hätte anfangen sollen, ja, aber das habe ich nicht checken können. Ich hätte sollen im Roggen auch noch ein paar Längen machen. Der Roggen würde besser abknicken. Und was man auch sollte haben, man sollte einen Crimper, sagen zu dem, also quasi eine Stange haben, wo du da richtig quetschst, den Halm. Und ich habe nur eine Cambridge-Walze gehabt. Und da hat der Halm, ich bin dann schon eben noch mit der Blutenwalze noch mal einmal auf und runter gefahren. Eigentlich sollte es überall so aussehen wie dort. Der Mais war zwar auch ein bisschen unterdrückt, aber eigentlich wäre es eben besser. Und da, wo ich nicht schön haben können quetschen, der Halm, dort hat es wieder ein bisschen gelupft. Ist einfach... Nein, die Messerwalze schneidet eben. Und wenn du schneidest, dann machst du wieder Luft und Licht und ja. Du solltest quetschen. Quetschen wäre gut. Aber da habe ich nicht. Also, Molly hätte mal eine Maschine gesehen, aber ich denke, ich kann nicht sieben Systeme nebeneinander laufen und hätte dann nicht. Jetzt müssen wir den Westen holen. Ich habe direkt mit einem Ring. Das Ring zeigt, so wie es sie ist. Mit deinen Fötterstoffen, oder? Ja, mit dem Ring. Eigentlich schon mal einen Gucken, dass wir das kennen. Nein, nicht. Nach dem Weizen habe ich nur mit der Kombination Trading gekriegt. Oder hier der Weizen natürlich. Oder dort habe ich die Böden, hier habe ich den Weizen gezeigt. Und habe immer 1-5 cm habe ich zwei oder, also 1 oder 2 Reihen wieder zugemacht. Dann habe ich mit der Weatherstat habe ich die Erbsen drin gezeigt. Die sind so gewachsen. Die haben unten war ich gar nichts drin. Oben habe ich mir noch 20-30 Meter drin zugemacht. Dann wäre auch wieder zum Weg gemacht. Dann wäre es nicht schlecht. Dann ist der Weizen ein bisschen kräftiger. Dann kannst du besser den Walzen wegbringen, oder? Aber ich wollte ja nicht super Mais machen, einfach mal schauen, was passiert. Ist eigentlich, ich denke, ich jetzt den Weizen runterfahren und dann bin ich da irgendetwas am Machen und das Mal eigentlich, hey, wieso nicht, oder? Also es ist ziemlich spontane Idee. Und ja, eben, dort wo der Weizen nicht schön weg war, dort lugt es ihn wieder. Ich meine, ich glaube nicht, dass der etwas macht. Die habe ich abgehauen, die waren. Ich habe das Maiwerk gebracht, dann bin ich auf dem Maiwerk noch einmal durchgefahren. Ich habe nicht Angst, dass der Weizen viel macht, aber der Mais wird natürlich nicht super. Ja, man sieht seine Schwache. In der Mitte hat es überall einen Streifen, da gibt es 3 Meter Saum, wo wir dann noch so Gebüschgruppen drin machen. Und links und rechts ist immer etwa ein 6 Meter breiter Rachenstreifen. Die Idee ist, dass wir Rückzugsart haben, also es geht ein bisschen um das Thema funktionelle Biodiversität, dass wir Rückzugsorte haben für Nützling, dass sie schneller parat sind für Schädlinge, die dann kommen. Das ist im 3V drin, die beteiligt sind. Das haben wir die Gesundheit. In diesem Projekt drin, tun wir das jetzt so mal ein bisschen ausprobieren. Die Felder, die du hier hast, ist das alles, wie kann ich sagen, Nummern, oder musst du da jedes Mal zeichnen? Anzeichnen. Wenn es ist. Nein, das ist so fix. Eben, das ist. Ja. Du nimmst es nicht auseinander. Nein, nein. Die bleiben eigentlich immer so, jetzt noch, wo ich die Streifen drin gemacht habe, habe ich da anzeichnen. Aber ja, sonst sind die Parzellen immer so, wie sie sind. Ja. Und ich mache, eben, das ist nicht jede gleich groß. Dann mache ich halt ein bisschen mehr Herdöpfel oder ein bisschen weniger Zuckerrüben oder so. Ja. Ich würde es eben wundern, wie das hier ist, ist Sache. Ja? Habt ihr Fragen oder weiss ich was? Der Soja ist wunderschön. Ja, ich weiss nicht, wie er schön aussieht. Eben, hat die Lücken nicht rein. Aber es funktioniert also. Ja. Wenn du die Zeit nimmst und ist ein System, denkst du, das funktioniert. Ja. Das ist nicht. Habe ich gemacht. Nein, Pulver. Ja. Aber wahrscheinlich können sich zwei dann auch noch ein bisschen gewöhnen und es halt noch ein bisschen mehr geben, wenn wir es mehr machen. Nehme ich an, wenn die Bakterien ein bisschen aus sind. Sie sagen ohne, ich wollte es nicht. Aber ich nehme nicht an, dass jetzt... Du siehst, es recht viel Stein da drin. Und ich nehme jetzt nicht an, dass das super alles parat ist. Wir sind...
31. August wurden hier Bohnen geerntet. Dann ist nicht 1. September, sprich ich muss eine Begrünung machen. Ich habe da 90er Dämme gemacht, diese mit Alexandrinerklee und Sandhafer begrünt. Diese Dämme habe ich dann über den Winter stehen lassen und im Ende März oder so, als es mal schön war, habe ich diese Dämme flach gemacht, die Begrünung mit den Drähten erfahren und habe dann die 75er Dämme gemacht. Der Mais steht auf 75er Dämme, weil ich nur 4 Körper hatte für die Sämaschine. Dann habe ich die Dämme gezogen, diese wurden dann wieder grün und die ersten 8 Reihen habe ich dann nur auf den Damm gesät. Dann kam der Vater und sagte, was machst du hier für ein Seich? Dann habe ich vor die Sämaschine ein Hackelement mit den Drähten gespannt und habe den Damm nochmals unterfahren, sprich das Unkraut ausgerissen und dann gesät und wieder zugehäufelt. Und dann habe ich ihn bis jetzt 2-mal gehackt. Mist gab es im Frühjahr, als die Dämme platt waren, vor den 75er Dämmen. Und jetzt, letzte Woche, darum sieht man die Verbrennungen, habe ich auch am und St. Peter zur Gewissensberuhigung genügt. Nicht alles, bis ich sehe da die Spuren schon noch. Gegen die Gerste hin nicht. 2/3 vom Feld sind... Aber sieht man keinen Unterschied? Nein, das sieht man. Ja. Und ich bin ziemlich zufrieden. Für mich ist da, für das, ist das kein Herbizid, ist da ziemlich sauber. Verschlemmung sieht man. Kein Striegel, nichts. Ich bin mal durchgelaufen, dann habe ich noch nichts gesehen. Und dann war es zu spät für den Striegel. Aber wenn man noch geht damit packen. Genau. Ja, musst ein bisschen langsam fahren, ein bisschen langsamer. Nein, es schüttet dann einfach ein bisschen talwärts, ja, oder? Talwärts, ja. Aber ist eigentlich... Ich weiß, ob die meisten Fischen, weißt du, wo wir gemacht haben? Und vor 3 oder 4 Wochen haben wir da richtiges Hochwasser gehabt, da ist der Bach über uns da. Und andere Jahr war dann schon die ganze Straße voll Humus, der es oben runter geschwemmt hat. Und dieses Jahr war jetzt links, ob es ein bisschen weniger gesagt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber können wir noch schnell rumfahren, die vorne noch. Da ist Belinda. Ich glaube 1,3 Kilo gesagt. Eben 2-mal kacken. Ja, Extenso, alles. Ja. Das ist das erste Mal, wo ich Extenso gehört habe. Wir sind immer intensiv. Ich lege also. Aber es ist bei uns, es ist bei uns. Ja,
Weich oder Hartwalzen? Weich. Wie viel Kilo gibt das da, Theo? Weiß es nicht, ich bin gespannt. Nein. Dürfen wir ein bisschen von da und von da wegnehmen? Von da weniger, von hier kannst du so viel nehmen, wie du willst. Ja, okay, danke. Aber, ja, vielleicht bin ich noch. Hallo. Also. Einmal machen wir. Albano, so viel mir der Urs verraten hat. Er hat Mais gehabt, pflügt. Normal, wir haben Herdöpfel gehabt. Und in dem Sinn ist irgendwie 8 bis 10 Tage vorher gesagt worden. Ich habe hier noch ein bisschen Mist vom Saien. Und dann habe ich zweimal, das erste Mal war 1,8 Kilo und das zweite Mal habe ich 2 Kilo Ammonsalpeter gestreut. Also irgendwie 110 plus ein bisschen vermischt. 110, 120 vielleicht, mehr sicher nicht. Zweimal kacken, das erste Mal mit den Tränen, das zweite Mal der Vater, sein Geburtstag, nur mit Grindel und ich meinte die Abkehrungen dann nicht mehr, sondern nur noch bis da in die Ecke rein. Und sieht eigentlich ziemlich sauber aus. Der Sportseiter ist noch sauber. Der, den man nachher dann sieht. Für mich ist es spannend, es hat auch, dass er eigentlich das Fahnenblatt erst ins Montalbano gebracht hat. Und es ist aus Getreidehändchen gehabt, ist relativ sauber. Es hat auch Stellen drin, wo es krank ist, oder? Aber wenn es flach ist, ist der Bestand das auch immer dünn. Oder? Aber diese. Und ich weiß jetzt nicht, wieso das so das Fahnenblatt braun ist. Aber Kohle Lanz, Kohle Schöss, das ist nicht schlecht. Ja, genau. Wie ein Schöss, ein gesundes, ein gesundes. Ein schönes, ein gesundes. Ja. Ja, warte, ich hole nochmal ein. Ja. Aber wir reißen auch ein paar, ein Bündel. Dann, damit das. Und das nehmen wir. Nein, nein. Aber ich habe. Er wird sicher 140 geben, so wie ich ihn einmal kenne. Und dieser ist auch. Pestizidfrei, einfach mit dem Striegel. Ah, okay. Er hat kein Herbizid und darum also eine Entgiftung mitgemacht oder so. Okay. Das ist auch IP Swiss Weizen. Okay. Einfach flach und das ist auf Damm. Okay. Jetzt noch eine Sache. 45 cm, weil die Abstände von den Damm ist 45. Einmal packen, so was die Hand packen, muss die gleiche Hand dann ausreißen. Ich gehe auch ein bisschen rein. Ja. Du musst dann aber noch mal haben. Ja, ich kann den nicht mehr lösen, gell? Ja, kommt ein Hexenschuss über dich. Da sieht man drin. Ich kann nicht vorbeziehen. Und jetzt von hier. Sehr wissenschaftlich. Ja,
Weil es gibt viele, die aber so der Arm ist zu lang geworden. Auf den ersten Blick. Also hier ist mehr verteilt, ne? Und hier ist dichter und trotzdem die Halme sind stärker. Sind dicker. Nein, ich kann nicht. Also da sieht man, dass diese perfekte Verteilung hat, wenn ich nicht sage. So wenig wie nichts. Also im Grunde genommen ist es besser hier. Gesunder, warum? Weil das Sonnenlicht kommt länger bis unten, aber die andere Effekt von den Kohlendioxid, was wir immer wieder erwähnen, weil hier ist stark beschattet und dann ist eine Lichtung. Und da entsteht ein Luftsituation, ein geordnetes, die mehr Kohlendioxid bekommt. Und den Kohlendioxid ist der. Wir haben noch im Auto diskutiert, Rolf hat 1,3, 1,4, Regel 1,2 gesät. 1,3, ist der Nara bestockt mehr, schöner, wieder der Montalbano für den Damm? Also 1,4. Er sagt immer wenig. Ja, ich muss dort, ich geht das eben 200, ich sage so zwischen 240 und 260. Zum Beispiel? Nee, Hühnerwist. Auch die Ehre ist ein bisschen. Die Ehre ist auch. Die Ehre ist auch grüner. Und gesünder. Woran siehst du das? Na, mal diese braune Lasse stellen. Habe ich nicht gezählt, ob welche mehr hat. Hier findet man
Korna. Und da ist kaum das zu finden. Weniger, er lässt mich aus. Darum ist mein Ertrag. Mich nimmt es auch mega wunder. Mich nimmt es auch noch wunder, wenn er pünkt. Zum Beispiel. Wir haben letztes Jahr beim Abrechnen diskutiert, wie ich bei Swissweizen. Darum weiss ich, dass er herbizidlos ist. Weil er gesagt hat, er herbizidlos. Darum weiss ich, dass er auch Montalbaner ist. Wenn du siehst, ohne zu messen, wenn du mit vorbeifahrst mit dem Auto, wenn du nochmal hinten fährst und halt bist, wenn du auf die Stelle und riesig sind, wie ich denke, dann ist das ja, aber du lernst das Fahnenblatt, ich weiß es ja so. Er hat Halsdünger. Wohl, er hat Schafmist. Schafmist, ja. Rührt er ihn einfach raus oder? Schafmist kommt von dem Mais hier. Deswegen ist die Pflanze auch. Das sieht man fein deutlich. Also ich hätte jetzt gesagt, der Boden ist auch. Hier sieht man immer noch. Hier von der Seite her. Von der Seite. Ja, ja. Nein, ist aber drüber gleich gesehen. Also plus minus. Aber ja, aber für das steht aber nicht. Und das ist nämlich korrekt. Ich fange schon mal an. 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 Ich Ja, die sehen gut aus. So. Der hat auch noch Problem. Der Ding, den ich gelesen habe. Ja, jetzt kein Problem mit dem Saal. Der Ding ist riesig. Der ist wie war der noch hoch drauf, nach dem Scheiß, was ist da? Das ist nach dem. Ja, aber wie viel ist es denn? Hä? Wie viel ist denn der Mist? Der hat einen Preis gegeben. Da sind so abends Parzellen, Blättchen. Nein, ich weiss es nicht. Aber hat der Preis gewesen, oder? Ja, ich weiß doch nicht, das ist da, wo sie es vorrechnen. Total 110. Hä? Total 110 mit dem Grundstück. 112 oder 115 hat das Datenblatt letztes Jahr. Eben? Ja. Mit dem Mist. Ja.
Mit dem 1,8 1,8 und 2 ist ja. Zum Sack aus. Ja, nein, das ist gut. Das ist ein schwerer Boden natürlich, oder? Ja, das macht es. Aber der sieht wirklich. Der sieht wunderschön aus. Gesund. Das hat sie auch gesagt. Gesund und ja, wunderschön. Und es ist schon so, wie du sagst, ein Fahnenblatt, wie ein Blacher. Das ist krass. Gesagt, die Montalbano, ich glaube Narano, einfach die herbizidlosen Sorten, da hat es ja nicht viel. Wo du das können anbauen, wo dann auch unbeizt der Samen kommt. IP Swiss, ja. Und die hat einfach die Sorten, jetzt tun sie bonitieren und schauen und machen und ich muss am Schluss noch den Ertrag angeben und dann haben wir sie angegeben nach der Vorkultur und verdünkt und. Das ist eine spannende Sorte für so einen herbizidlosen Anbau. Ja, wenn es viel schimpft, dann wird es so viel höher gemacht. Der ist einfach positiv. Der ist immer vermutlich, wenn es schönste ist, wenn du einfach ein bisschen rot oder ein bisschen nur musst Wasser geben. Die waren grüner als die anderen. Ja. Ich kann dir das noch zeigen. Hat er immer viel fotografiert. Der ist etwa 20. Oktober und der ist 15. November oder 14. Nie so und da war schon Monat. Aber ist der ist Extenso, oder? Der ist Extenso Plus, sagen die Steniker hinten jetzt. Herbizidlos, IP Swiss herbizidlos. Gell, Extenso Plus, du bist ja. Herbizidlos. Tau, wir haben auch Mist dran tun und auch düngt. Und da habe ich gemeint, dort den Schalon, da habe ich düngt und unten nicht, das zweite Mal mit dem Düngerstreuer. Also die Gerste ist auch deine? Die Gerste ist auch meine, auch auf dem Damm, genau die gleiche wie hinten. Diese ist am Morgen gesät und diese die hinten am Nachmittag. Und hier ist alles Dämme, auch die Abkehrungen. Und diese sind eigentlich sauber und schön. An der Straße nach hinten, der Wiese nach ist auch unförmig. Nicht so extrem wie in Wigoldingen. Wigoldingen ist halt 300 Meter lang und noch mehr. Und hier ist ein bisschen wenig. Nicht parallel, das sind dann hier so hier reingefahren. Julian, was ist der Vorteil von 60? 60 Reihenabstände. Der Damm ist breiter, dann, hat Julian mal geschrieben, wenn wir jetzt... Ja, wenn zwei Reihen, dann machst du extrem einfach jetzt mit deinen Grindeln zwischen die beiden Reihen, aber nur ein bisschen die Spitze, das reicht schon. Und die drückt auch auseinander, so wie im Prinzip vom Hacker von der Seite. Der Ertrag stimmt trotzdem. Wie? Der Ertrag stimmt. Genau. Haben wir gesehen,
weil die Pflanzen können sehr dicht beieinander wachsen und trotzdem starke Halme, starke Blatt, also breites, schönes, gesundes Blatt. Die Ehre haben wir gesehen, das hat besser abgeschnitten als im Schlaf. Und die 60er Damm sind genau das gleiche. Nur ein bisschen ja, weit auseinander, daher sind in der Reihe auch mehr Pflanzen, aber es zeigt sich genau das gleiche, die Pflanze ist, jede Pflanze ist stark, also ist, man sieht nicht, dass deswegen zwei Pflanzen da sind. Das ist 45. Und hier mache ich, da reiße ich nicht ab, aber ich reiße von hier. Was ab? Der ist abgespritzt, oder? Das ist die Fahrgasse. Die sind da. Ja, der ist kurz gespritzt, ja. Ja. Okay. Konventionell. Immer das gleiche. Bessere Farbe immer auf dem. Immer das gleiche. Egal wo wir hinfahren. In Österreich, überall. Immer das gleiche. Die grünere Farbe. Die grünere Farbe. Und die Helme. Die Halme. Ja. Das ist die Knoten, wenn so richtig ausgeprägt, das ist auch ein gutes Zeichen. Auch die oberen Knoten. Da sind die richtig stark, dick, oder? Gut. Und dann kann man so die Pflanze, das ist wie ein Feder, wie eine starke Feder dran. Ne? Also das kann man in vielen Hinsichten testen, dass lauter positive Merkmale. Ja, was ich tue, dass das Fahrerblatt noch schön ist, oder? Ja, durch die, also auch viel weit. Genau, dann weiter die Höhe. Gleich in die Ehre. Ich habe ihm jetzt angerufen, der gesagt, der ist von Erdmann. Schau mal, was ein bisschen weiter innen drin. Ganz andere Frage. Nein, ich habe kein Begrenzung bei mir. Ja gut, das ist natürlich nochmal. Und Ehren. Aber weißt du, 10 cm Höhe. Wir haben hier mal schon. Aber ich habe jetzt echt grün, das aussieht. Siehst du jetzt da? Und grüner. Das habe ich schlimm. Nein, natürlich kompostieren. Augen zu am Fahren, weil zum Bericht gleich über den Kompostierer.